Grüße, Grüße, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen hier zu einem Panzer-Vorstellungsvideo, was auch immer. Und zwar heute, wie gewünscht, M4A1 Revalorisé, irgendwas in dem Bereich. Der neue Tier 8 Franzosen Medium Premium Panzer. Der Franzosen, oh Wunder. Mit mir, dem kranken Semper. Und ja, ist mein zweiter Versuch jetzt bereits da etwas aufzunehmen, weil die Runde vorhin einfach dermaßen scheiße mit dem Panzer, der Panzer auf dermaßen scheiße ist. Gut, aber ganz kurz knallharte Fakten. Wir haben hier keine Panzerung, ne, hier null Panzerung, keine Geschwindigkeiten, Tier 5 Motor drin mit sage und schreibe 460 PS. Eine Waffe mit etwa 11 Sekunden Reload-Zeit, ne? Standard Durchschnitts Durchschlagskraft 252 ist nicht wirklich die Welt. Bisschen erhöhter Damage mit 390, eben dafür halt die langsame Feuergeschwindigkeit. Sagumwogene 0,636 Streuung und 2,8 Zielerfassung, was, wenn ihr das ingame seht, extrem beschissen dämlich langsam ist. Nächstes Mal kurz die Crew. Eben, ich hau das jetzt halt wirklich gerade kurz so raus. Nicht mehr Lust, da alles schön aufzusagen. Es gibt auch nicht viel zu sagen. Einzige Tier 10 Medium Crew AMX-30B. Badger hat hier nur 3 Leute. Hier wieder ein großes Manko, der 30B. Beim 30B ist der Ladeschütze gleichzeitig Funke. Beim Schirm ist der Kommandant Funke. Das heißt, den Funker-Skill, den ich hier auf der 30B-Crew habe, geht beim Schirm gar nicht. Hooray! Schießt APCR Heat. Hat eine extrem schnelle Geschossgeschwindigkeit. Das werdet ihr vielleicht auch sehen. Was eigentlich das Speziellste an dem Panzer ist, der ganze Rest ist Rotz. Ansetzer Stabi und ich habe jetzt das zweite Perk einfach mal eine Fernung angesetzt, weil ich noch nicht weiß, was ich als zweiten Perk haben will. Und wir starten gleich mal ins Gefecht. Und ich hoffe, man hört die Ironie nicht zu fest raus, die ich hier gerade habe, ne? Genau, kein Special Matchmaking gibt es nicht mehr. Und ich muss kurz husten, mein Gott. Meine Stimme sagt man mir total. Ja, ich mag einen Panzer nicht, ganz ehrlich. Muss ich so sagen. Er ist auch, für das es eigentlich ein Schirm sein sollte, ist einfach irgendwie, glaube ich, mal dreimal größer als ein Schirm. Waffenreichweite unten hat er so gut wie gar keine. Vielleicht so 3 Grad oder so. Ja, schon ein bisschen mehr. 4 vielleicht. Was aber total dämlich ist, weil er so extrem hoch ist, dass man... Ja, wahrscheinlich kriegt man die Waffe etwas so... Nee, so runter. Was halt alles ein bisschen blöd macht, ne? Aber ja. Sollte ein Sniper sein, weil alles andere kann der Panzer nicht. Das Ding ist langsam, träge und eben keine Panzerung und ihr werdet es jetzt gleich sehen. Und ich weiß nicht, wo ich hin will. Rechts, links, links, rechts. Aber ich geh mal rechts. Also, natürlich Artjob für Nummer 1. Ihr seht hier, Waffe kriegt man kaum runter. Es ist sehr traurig. Das schnell ist auch nicht wirklich. 30 km/h schafft er, glaube ich, mehr oder weniger. Was für ein Medium-Panzer einfach total dämlich ist. Na gut, bergab kriegt er jetzt doch seine 40 hin. Aber die gehen jetzt dann gleich wieder weg. Also finde ich ein bisschen schade. Mit der Panzer müssen sie wirklich 10, 20 km schneller machen. Dann wäre es ein bisschen was Besseres. Also momentan noch überhaupt keine Kaufempfehlung. Wenn ihr einen Panzer wollt, Franzose, kauft euch einen CDC. Nur den FCM. Die haben beide auch keine Panzerung. Die haben beide eine richtig geile Waffe und sind beide richtig schön schnell. Der CDC hat zusätzlich noch einen richtig coolen Rechtbereich nach unten. Aber ja, ich möchte hier nicht zu viel negative Energie verstreuen. Ich versuche jetzt mal einfach gut zu spielen. Ich werde wahrscheinlich nur ein Gefecht machen mit dem Ding, um euch zeigen, weil ein zweites werde ich nicht aushalten. Ja eben, die Aim-Geschwindigkeit ist unter alle Sau. Was haben wir denn hier alles? Oh. Das einzige Witzige ist eben der Hohe Alpha mit 390, was für ein Tier 8 Medium eigentlich noch recht nett ist, aber eigentlich ist es einfach eine Glaskanone, weil eben... da muss er vielleicht auch ein bisschen was können. CDC zum Beispiel eben ist schneller im guten Wegbereich. Hä? Wo steht denn der LC? Ich stehe doch vor meiner Nase. Ja, natürlich. Ein Leben lasse ich dem noch. Kommt Mr. Mod. Ja, wer rammelt mich denn hier an? Hallo. Boah, der hat die große Waffe drauf. Und eben, hat mit dem Schuss zerfetzt zu einem irgendwas. Munilager ist natürlich sehr häufig dementsprechend.
Wow, ich hab getroffen. Hey, wow, der Panzer performt gerade recht nett. Also ihr seht, hat 11 Sekunden Reload, ist einfach... Oh. Verdammt viel. Und jetzt könnt ihr mal die ungenaue Waffe sehen. Oh, bis er mal eingeladen, eingezielt hat, ist zum Kotzen. Jetzt krieg ich vom ELC sogar bereits noch. Ja, tut mir leid, ich glaube, das ist eines der deprimiertsten Videos, die ich je gemacht habe. Oh, geil, Turm gebounced vom FCM. Eigentlich ein Wunder, dass ich überhaupt getroffen habe, ungeaimt. Steht der FCM, der ELC noch irgendwo vor mir. Rupp. Oh, lol. Mais non, Ricochet, c'est terrible. Guck das einfach an, diese 11 Sekunden Reload, ist einfach zum Kotzen. Jetzt du blöde ELC, verschwende mal. Wow. Okay, da bin ich jetzt irgendwo durchgekommen, weiß nicht wo. Steht da. Ja. Gott. Wo ist jetzt dieser ELC hin? Ja, ich bin offen, ich weiß. Wo ist der? Hey, das Ding hat einen Tarnwert, ne? Lol, nicht schlecht, Kollege Essig. Egal. Olai! Wenigstens ein Win. 2-3 Damage. Das ist für den Panzer eigentlich schon recht gut. Ihr werdet, glaube ich, sehen. XVM, also WN8 kriegt man damit eigentlich hinterhergeworfen. Was halt zeigt, dass kaum jemand diesen Panzer spielt. Tut mir jetzt leid. Ich, keine Ahnung. Das Gameplay ist nicht wirklich gerade die Bombe. Man sieht nicht wirklich, was er kann. Ja, doch, man sieht es eigentlich. Er kann nicht viel. Er kann snipen. Also... Ja, auch das ist überwertet. Ah, eben, kauft ihn euch nicht, bitte. Kauft euch einen CDC. Versucht mit dem klarzukommen, weil CDC hat genau gleich viel Panzerung, nämlich nichts. Ist einfach... Ah, ich könnte eigentlich gleich nachher spielen in CDC, ne? Das könnte ich eigentlich machen, ne? Das ist eine gute Idee. Also, hier, ja, jetzt das Sherman-Gameplay gesehen. Ich überlege gerade, ob ich hier schon mal sicherheitshalber einen Cut mache, falls das CDC-Video zur Video nicht so gut wird. Ja, liebe Zuschauer, ja. Hier jetzt zu einem Replay mit dem CDC, nachdem ihr mitten im Gefecht, hallo, freie Kamera, freie, danke, nachdem ihr mitten im Gefecht die Aufnahme wieder abgeschmiert ist, weil ich wieder zu wenig Platz hatte auf der Festplatte, ein bisschen durcheinander jetzt hier diese Part, aber ich glaube, das ist nämlich ein schönes Gefecht, das habe ich wirklich gerade nach dem Schirmgefecht gemacht, war auch extrem gehypt von dem Panzer. Ja, was haben wir hier? Malinowka, 3, verdammt, ich sollte den Channel wechseln, 3 Tier 9 Panzer, Partie 7er, ja eben, CDC, sage ich es halt jetzt schnell, weil ich es Ihnen ja gar nicht gesagt habe, hat mehr Penetration als der Schirm mit 212 bzw. 259, hat APC als Standard, hat einen richtig geilen Ringbereich nach unten, das habe ich auch gleich gezeigt, ist um einiges schneller, ihr seht, das Ding zieht einfach gleich ab, ja eben, hat genauso wenig Panzerung wie der Schirm, vielleicht noch ein bisschen weniger zugegeben. Also kann man auch schön mit HE hier wirklich auf die Wanne drauf holzen. Jetzt hier zeige ich euch mal die Genauigkeit der Waffehöhe. Man muss bedenken, es war recht witzig hier. ich bin auch krank, bitte ab nochmal. Entschuldigung. Wie gesagt, man muss bedenken, dass der Schuss um einiges langsamer fliegt. Ja, ich versuche einen Blindschuss zu machen, glaube ich nicht getroffen. Ich werde sehr viel sniped in dem Replay. Warum auch immer. Ist halt hier der E6 verfehlt, links weg. Ich überlege, ob ich ein bisschen vorspulen soll, weil ich spiele ein bisschen mit der Geschwindigkeit. Ich hoffe, euch stört das nicht. Also ihr seht, ich versuche ja einfach zu snipen. Die ersten Schüsse gingen ein bisschen daneben. Ja, glaube ich auch. Ja, das war ein bisschen Pech hier. Habe ich die Waffe so gelobt und dann trifft sie nicht.
irgendwie versuche ich weiter den Blindschuss zu setzen. Entschuldigung. ja, hier wieder der Tiger. Ihr seht, der Schuss fliegt wirklich um einiges langsamer. Hier habe ich, glaube ich, dann nochmal getroffen. Ja, die Genauigkeit ist schon recht nett von dem Panzer. Jetzt hier seht ihr halt, wie man die Gun Depression einsetzen kann. Schön nach unten drücken hier. Bisschen richtig stehen und dann klappt es auch. Na, ich mache ihn wieder ein bisschen schneller. Genau, hier wieder der Tiger. Aber eben, wenn man bedenkt, dass die Kugeln langsamer fliegen, dann ist es kein Problem. Dann brechen wir das ein und trifft trotzdem. Wir sind hier, zack, tot. Maybe. Ja eben, ich wieder ein bisschen spulen. Ich möchte euch da nicht lange auf die Folter spannen, sonst spult ihr auch selber so. Ja, hier der Super Pershing gleich wieder verschwindet. Ich bleibe hier recht lange auf der Position, muss ich zugeben, fast ein bisschen zu lange. Genau, hier versucht am TC nochmal eine zu geben, aus dem neuen IS-8. Dem IS-8, der jetzt neue Dings heißt. stehe eigentlich recht offen, witzigerweise, ne? Seht ihr. Aber juckt mich irgendwie nicht so. IS-6, der Schuss ging voll in die Pumper. Der Schuss ging ebenfalls voll in die Pumper. Und der Schuss ging ebenfalls voll in die Pumper. Jetzt hier habe ich geschlafen, hätte ich das Objekt früher beschießen sollen. Der Schuss ging ebenfalls voll in die Pumper. Also ich weiß auch nicht, was mit den paar Schüssen da los war. Und der Schuss bounced. Das wäre das Objekt gewesen, aber nein, will ich nicht. Ne? Jetzt habe ich das Vorspulen, hier habe ich dann gesagt, hier muss ich unbedingt vorfahren. Ups, hier kriege ich den Veteran. Der über das offene Feld fährt. Und das hat nicht, ne? Mit der DPM haut man dich schnell ein paar Schüsse rein. Mein Franzose zacke da, sagt irgendwie 20.000 Sachen. Zweitschuss natürlich auch schön hinten reingesetzt. Der WT fühlt sich nicht so. Das Objekt steht eben noch hinter dem Stein. Dafür ist der WT wieder offen. Bin ich halt frech, dann setze mich total voll auf den Hügel hoch. Nach Outwaym. Da noch ein paar Mal rein. Der Schuss, glaube ich, hat auch getroffen. Hab recht viele Blindschüsse getroffen. T21 hat es da vor mir gerade zerrissen. Ja, genau. Jetzt warte ich halt darauf, dass dieses blöde Objekt endlich mal nach vorne kommt. Hier habe ich dann, wollte ich kurz auf APC laden. Habe ich dann, glaube ich, nachher auch gemacht. Weil, soll da diese Heavys da raushauen. Da links noch der KV4, den ich gesehen habe. Jetzt bin ich aber offen. Bin halt runtergefahren. Hier links sehe ich, oh mein Gott, ein Objekt. Das ist jetzt mein Semper. Links. Ach. Na, ich schieße lieber auf den KV4. Aber ihr seht, die Waffe trifft an sich eigentlich recht nett. Ja, hier habe ich den Kill gekriegt. Dann links, jetzt check ich es endlich. Oh, das ist ein Objekt. Jetzt fährt er vor, aber weil er irgendwie Angst hat, fährt er wieder zurück und mir total in die Arme und tschüss. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier APC noch drin gelassen habe. Ich glaube schon, für eine Kugel, glaube ich, noch. Ja, jetzt fahre ich hier ein bisschen vor. Das Objekt. Weil, eben sonst niemand mehr Licht macht. Ich denke, ich mache zwar nicht No GG Amix ACDC. Ja. Jedenfalls, versuche ich dir selber ein bisschen Licht zu machen. Klappt leider nicht so gut, wie ich es eigentlich will. Aber ihr seht, ich kann hier um den Hügel rumschauen. Und man sieht fast nichts von mir. Jetzt habe ich beschlossen, dass ich da ein bisschen näher rangehe. Und anstatt, dass ich hier halt über das offene Feld tuckere, versuche ich unten durchs Wasser. Hier spule ich ein bisschen, weil es geht langsam durch dieses blöde Wasser durch. Hier mache ich jetzt dann gleich einen riesen Fehler. Und zwar, Entschuldigung, hi. Ist schlimm. Will ich hier die ISO spotten und so. Und ihr seht, wo ich hier hinfahre, total offen, einfach aufs offene Feld. Links da hier wäre das Hügelchen. Ich glaube, ich wollte hier ans Haus ran. Und also, oh, Surprise, Motherfucker. Keine Ahnung, was ich hier wollte. Bin hier was gebounced, hab die S3-Stelle gekriegt, die ISO hat's gesehen, kam vor, hat mir auch eine gedrückt. Hatte Luck, dass dieser WT vorbeischießt, hab dem ISO nochmal eine gegeben. Jetzt halt hier unten die AT, die hat leider Zugang, vor der AT hatte ich am meisten Angst, muss ich zugeben. Weil, die kam ich jetzt halt raus, splash, 300 Leben, ne? Und jetzt, blieb ich halt ein bisschen
passiv, habe noch ein paar Schüsse versucht zu blind zu schießen, weil ich nicht mehr genau wusste. Aber was mache ich hier? Ich sehe auf dem Minimap, dass sie weiter links ist, ja. Egal. Hat ihr die Hoffnung, dass ich ihn vielleicht irgendwie treffe? Ja, jetzt da. Ah, ja, dort, der Busch, ne? Der könnte es vielleicht sein. Ich glaube, der hat auch getroffen, der Schuss. Aus einem Schuss habe ich ja blind getroffen. Das Objekt will jetzt unbedingt, dass ich die ISU spotte. Nur das Problem ist, dass die hinten gerade die S3 der WT stehen und die AT, die wahrscheinlich auf mir eingeaimt ist. Ich habe es dann trotzdem versucht. Aber ihr seht jetzt hier wieder. Aha. Nee, will ich gar nicht. Semper, was machst du? Okay. Bin ich auf die S3? Immerhin schreibe ich, dass ich halt nicht kann, weil ich müsste zu weit vorfahren, dass ich die ISU spotten kann. Aber ich bleibe mal hier halt auf der Position, weil ich sehe links Super Pershing, Jagdpanther fahren durch. Das ist nur noch eine Frage, wie zu der Zeit, bis sie offen sind. Hier versuche ich jetzt wieder den WT und so durch die Häuser zu spotten. Ihr seht hier diese eine Busch davor, den machen wir ein bisschen zu schaffen. Aber, tada, Mr. WT da hinten da drin campen. Jetzt lasse ich mir halt auch Zeit zum Analysieren, ne, und schieße daneben. Wow. Geht's auf, habe extrem Bammel vor der Arti. Also wirklich extrem Bammel. Da wisst ihr die Mr. Isu. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Kill gekriegt habe von Isu, ich glaube nicht. Weil zack und zack und zack. Das war die ISU. Glaube ich, war nicht mein Spot. Ich glaube der Jagdpanther oder so. Ja, und jetzt haben wir halt die zwei Typen noch hinter meinem Haus und die AT hinten drauf. Entschuldigung. So, also. Jetzt versuche ich wieder durchs Fenster zu spotten. Wieso klappt das nicht mehr? Ah, glaub. Weiter vorfahren, Sepper. Die stehen weiter links. Nicht zurück, vor. Ja, eben, ich versuche ja durch die Fenster zu spotten, weil ich bin eigentlich recht safe. Die Art hier mit einem netten Blindschuss einfach rein. Ich glaube, hat sogar getroffen irgendwas. Ja, und ihr seht hier, ah, da ist der WT. Oh, ich krieg den ran, voll eingeben, Schuss, durch. Ja, perfekt, ne? Aber der WT regt sich auch tödlichst auf. Kriege ich hier nochmal einen Schuss drauf? Ich weiß nicht mehr. Nein, der WT ist tot. Jetzt hier so, oh mein Gott, die S3 schaut, ah! Blindschuss, oh, durchs Dach durchgekommen. Passt. Ja, ist noch eine Jagd auf die Arti. Ich glaube, die geht jetzt gleich auf. Ihr seht hier, die ist schon one-hit, das heißt, ich habe sie einmal getroffen gehabt. Wieder Auto-Aim. Nicht ganz einvisiert. Feuer, Schuss, getroffen. Ja, der CDC. Wie machen wir da nochmal genau das? Mag ich wirklich um einiges mehr als der Schirm. Ja, ich glaube, ich sage nachher noch im Auswertungsteil noch ein bisschen mehr drüber. Das heißt, ich lasse euch mal jetzt in Ruhe und schicke euch weiter zum Auswertungsteil. Bis nachher. Und ja, hier noch schnell zu der Auswertung, die ich jetzt aufnehme, bevor ich das Replay abspiele. Ja, ihr seht, erstmal nimmt mich jetzt gerade extrem und ob ich die Art geblieben. Ja, tatsächlich, habe ich einmal blind getroffen, das ist nett. Dann halt den WT total zerschossen, ne? Erste Klasse. 36 Damage gemacht. Oh, ich habe einen Krieger gemacht, das habe ich gar nicht gesehen. Da ist 400 noch gespottet. Wen habe ich denn gespottet? Den WT, ne? Ja, komm mal. 300 und die S3, okay. Oh ja, der hat gut gespottet. Ja. Aus für die Billigt. 36 Damage gemacht, dafür, ja gut, 3000 gesniped, aber naja, was soll ich, ne? Ja, wie seht ihr mich jetzt? Ja gut, nicht gut getroffen. Das war wahrscheinlich auch mein Fehler. Oh, recht viel Credits rausgekriegt, mit 100.000 netto. Umgekehrt brutto. Ja, XP gibt's nicht groß zu sagen. Ja, gibt's allgemein nichts groß zu sagen. Ich sehe das einfach den Vergleich zum Sherman-Spiel vorhin. Ja, ich finde den CDC einiges besser. Und würde ihn euch auch empfehlen, wenn ihr ein T8 Premium Medium der Franzosen wollt, heute durch den CDC. Nicht den Sherman. Weil, ja, keine Ahnung, eben, wie bereits, glaube ich, 10.000 Mal erwähnt, sage ich es jetzt halt nochmal. Beide haben kaum Panzer. Dafür hat der CDC Geschwindigkeit, Mobilität. Ist schnell eine wirklich schöne Gun Depression. Und die Waffe finde ich auch besser. Ich meine, man braucht diese 400 Alpha Damage nicht unbedingt vom Schirm. Da reichen die 220 vom CDC mehr als nur aus. Ja, ich sollte wirklich mal einen Channel wechseln, Mann. Ja, eben. Das einzig Schöne beim Schirm ist wirklich diese extrem schnelle Fluggeschwindigkeit. Der Murmeln. Und ja, geht nicht mehr los zu sagen. Ich hoffe, euch... Entschuldigung. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
eben hat mehr diesen deprimiert auf den Schirm, dafür umso Freude auf dem CDC. Und ja, wenn ihr noch groß irgendwelche Wünsche habt für Panzer und so, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Mal schauen, wie weit ich Zeit habe und haut rein und ja, ne? Tschüss.